Ey Gute und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Super Mario Bros. Nee, warte mal kurz. Mario, zieh mich mal bitte mal kurz um. Mario! Dankeschön. Was ich eigentlich sagen wollte ist, herzlich willkommen zu Super Mario RPG! Mein Name ist Chrissy und wir starten hier in Borsos Turm weiter. Dieses Easter Egg hatten wir bereits schon in der letzten Folge am Ende des Partes gesehen gehabt. Wenn man entsprechend hier in die Umkleide gehen sollte. Jetzt muss ich natürlich nochmal kurz den Raum irgendwie verlassen. Aber ich glaube, es geht auch nur beim allerersten Mal. Überprüf's einfach nochmal. Schade. Okay, wir haben es auf jeden Fall gesehen gehabt. Wir gehen hier auf jeden Fall mal weiter. Und gucken, wie wir hier durchkommen. Weil irgendwie blockieren die hier uns den Weg. Wir kämpfen uns hier entsprechend weiter und hoffen, unserer guten Prinzessin Peach zu Hilfe zu eilen. Wie wir ja in der letzten Folge mitbekommen haben, ist entsprechend die Prinzessin hier gefangen. Was aber auch noch dazu kam, ist, dass Bowser sich erbarmt hat, uns in seine Reihen aufzunehmen. Was er nicht weiß, ist, dass entsprechend, wir nicht seine Schergen sind, sondern seine Teamkollegen. Puppe fing Feuer. So. Und wir müssen gucken, dass wir hier mal ein bisschen mit Bowser Angst und Schrecken verbreiten. Weil das ist das, was alle in der Beziehung trifft. Und selbst wenn es weniger Schaden machen würde, kann man wenigstens dafür sorgen, dass wenigstens etwas hier vorangeht. So. Wenn ich richtig sehe, haben wir auch wieder einige Münzen bekommen. Kleinigkeit muss ich noch mal ein bisschen anpassen. Die Blütenpunkte. Und wir haben hier noch ein paar Pilze. Bringt 30. Der Bowser bekommt auch mal einen Pilz. Dann ist er wenigstens voll healed. Ganz lustig, nebenbei, das ist ja sozusagen immer noch der Vorgänger von den ganzen Mario RPGs, wo unter anderem auch Mario & Luigi Serie dazu zählt, meiner Meinung nach. Und in den späteren Teilen, bei Mario & Luigi, Bowser's Inside Story, oder besser gesagt, Abenteuer Bowser, fand ich es ganz lustig, dass es damals, oder zu der Zeit entsprechend interessante Easter Eggs, beziehungsweise es gab halt für Bowser andere Items als halt für Mario und Luigi. Da war zum Beispiel statt ein Pilz eine Hähnchenkeule. Und das hat halt geschmeckt. Deswegen habe ich die ganze Zeit in Erinnerung, dass Bowser eigentlich lieber Hähnchenkeulen isst, anstatt Pilze. Deswegen zu dem Thema. So. Wir greifen regellos an, um hier einfach direkt voranzukommen. Ah, nicht gut. Erholung. Okay. Bowser, tu dir noch mal ein bisschen Angst einjagen, bitte. Mir gefällt das nicht so. Dann ist wenigstens der Stab da hinten. Aua. Weg. Aber anscheinend müssen wir noch mal ein bisschen nachhelfen, wenn es um alle andere geht.
Und wir haben ein Level-Up für Mellow, der gerade auf der Reservebank sitzt. Bekommt aber dennoch Erfahrungspunkte und erhält eine neue Technik namens Donnerschock. Freut mich, setzt einen Gegner unter Strom, drücke A kurz vor dem Aufprall des Schocks. Mit Antworten der Donner Blitzgewitter für einen Gegner. Nicht schlecht, aber so eine Multi-Hit-Attacke würde mich besser freuen. Er bekommt aber erstmal weiter einen KP-Boost. So, das sind irgendwelche komischen Kugelwillis. Diese Sniffets. Okay. Eine entsprechende Kämpfchen gefällig. Sniffet Nummer 3. Ja, ich bin dabei. Jedoch möchte ich, dass Bowser ihn gehörig Angst einjagt, um das einfach noch ein bisschen besser einzuüben. Deswegen möchte ich einfach nur, dass Bowser auch die Gelegenheit bekommt. In dem Fall hat es jetzt ein bisschen weniger gebracht. Was ich stattdessen mal machen könnte, wäre... mit Plus können wir hier entsprechend wechseln. Sprich, wir könnten hier einzelne Teammitglieder jetzt austauschen im Kampf. Bowser auszutauschen wäre jetzt aber irgendwie Unsinn. Boah, das schießt einfach mit Kugelwillis. Ist der verrückt? Er ist auf jeden Fall robuster als alle anderen. Da tut Bowser direkt nachsetzen. Wir haben einen Pilz als Item bekommen. Wenn wir schon so viel bekommen, will ich auch gucken, dass wir das Zeug auch einsetzen. Weil sonst wäre es ja vergottet, wenn es die ganze Zeit in unserem Lager versauert. Wo ich sowieso nicht davon ausgehe, dass wir eher schnell dahin kommen. So, warum Gino schon wieder beginnt, weiß ich auch nicht. Aber wir kämpfen uns hier durch. Bowser tut den natürlich wieder gehörig Angst einjagen. Einfach nur, weil er es kann. Weil es eine Multi-Hit-Attacke ist. Oh. Ein Glück, dass diese Bob-Oms nicht viel, oder Rob-Oms nicht so viel Angriff-Power haben. So, Bowser steht ein Punkt zuvor. Oh Gott. Jetzt müssen wir aber richtig reinklotzen. So, Bowser. Mario bekommt erstmal Abwehr plus. Bowser tut jetzt aber dennoch einmal furchteinflößend gucken. Beziehungsweise jagt einen großen Buhu hin. Und wenigstens den ein. Das ging daneben. Das hat getroffen. Und den haben wir rausgenommen. Jetzt habe ich nicht geguckt, was wir bekommen. Aber Bowser bekommt seinen wohlverdienten Level-Up. Und wie cool steht er denn bitte da und nickt einfach mal. Finde ich einfach mega. Seine Stats werden auch gut gepusht. KP bringt nichts. Das ist ein KP. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf Kraft. Er ist sowieso ein kräftiger Typ. Und hat auch eine gute Abwehr. Das versteht zumindest, das erklärt zumindest, warum er so gut gegen Mario immer noch bestehen könnte und nicht das Zeitliche gesegnet hat. Gott sei Dank. Wir lieben ja unseren Erzbösewicht.
In der Form, dass wir niemanden anderen als Bösewicht lieber haben würden, weil er halt relativ leicht zu besiegen ist. Oder würdet ihr was anderes sagen? Wenn ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, welcher Bösewicht in euren Augen der bessere Erzbösewicht gegen Mario wäre oder welcher von der gesamten Mario-Reihe euch am liebsten gefällt. Es gibt bestimmt einige, die sehr interessant sind. Und manchmal ist ja klar, dass ein bisschen Abwechslung auch mal gut ist. So. Nichtsdestotrotz, wir haben einen weiteren Level-Up bei Gino und haben noch mal ein bisschen Honigsirup bekommen. Level 9 noch für ihn. Ich würde auch mal auf Kraft gehen, weil irgendwie seine Handgun tut irgendwie ein bisschen nachlassen. So, Speicherpunkt. Wir tun das Beste, was wir können. Uns ein bisschen auffrischen. Natürlich speichern. Ja, überschreiben bitte. Dankeschön. Ihr habt gesehen, ich habe zwischenzeitlich nicht speichern können. Zwischen den letzten zwei Folgen. Das soll uns aber nicht stören. Und jetzt? Was ist denn hier los? Betrachte die Bilder von Bosto. Von Bostos Ahnen in der richtigen Reihenfolge. Der Älteste zum Jüngsten. Das ist der Älteste. Das war nicht. Okay. Wir müssen uns unten vielleicht noch mal ein bisschen umschauen. Weil anscheinend ist mein Gedächtnis nicht so gut gewesen, damit wir uns das merken können. So. Erstmal kurz den Prozess mit den Hampels. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Kleines Rundum. Was ist? Ich will erstmal hier das hier. Also ein Pilz. Wo werden wir denn hier hingeschleudert? Hier ist auf jeden Fall irgendwas versteckt. Okay. Ich werde auf jeden Fall da drüben nochmal zurückkommen. Erstmal kümmern wir uns hier um die paar Gegner. Um entsprechend kurzen Prozess zu machen. Honigsirup haben wir wieder bekommen. Noch mehr Gegner. Wunderbar. Eigentlich. Ich will mal den Superfeuerball mal ausprobieren, obwohl es eigentlich Verschwendung ist von der Blütenpunkte. Von den Gegnern her. Aber ich will es auf diese Puppe mal ausprobieren. Ja, kickt. 318 Schaden. Der Sniffet meint, er könnte mich auch ein bisschen verbrennen. Nur leider habe ich abgewehrt. Dafür kriegt er einen von der linken Breitseite von Bowser. Der Stab. Oder beziehungsweise Kugelon. Oder Kugelloch. Lorn. Doch, Kugelon. Meinte auch ein bisschen mit Feuer rum zu hantieren. Gino hat ihm den Recht gegeben. So. Des Weiteren gucken wir, dass wir hier ein bisschen vorankommen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier irgendwas versteckt ist. Das war aber Pustekuchen. Eine versteckte Froschgrosche haben wir hier gefunden. Aber ansonsten gibt es hier nichts Besonderes, was wir noch nicht gefunden haben. Okay, was ist hier los? Autsch, das tat weh. Blaue Hotheads. Die sind anscheinend viel gefährlicher, als ich gedacht habe. Warum sagt mir niemand, dass meine Facecam wieder aus ist? Aber sie sind anfällig gegen normale Angriffe. Also haben die niedrige Verteidigung für Punkte. Okay. Nein. Irgendwie ein verstecktes Labyrinth ist das hier. Selbst mit geglückter Abwehr haben die gute Angriffswerte für uns. Für uns ist es aber auch natürlich gut, dass die nichts aushalten. Jetzt müssen wir mal schnell Gino ein bisschen heilen. Ja, schon wieder ein Hothead. Mario kurz abwehren. Bowser auch, aber beide haben entsprechend eingesteckt. Das ging daneben. Mario und Bowser regeln. Ah, da haben wir schon wieder einen Hothead. Kurz ist es auf jeden Fall, den ersten Angriff irgendwie zu überstehen, damit entsprechend wir nicht nochmal einchecken müssen. Ja, das war mir doch klar. Es ist ja eigentlich ein Labyrinth. Okay, diese Angriffe sind mir doch lieber. Du hast Glück. Okay. Kam aber jetzt nicht zum Einsatz. Muntermacher haben wir bekommen. Chance auf doppelte Erfahrung. Alles oder nichts? Willst du es wagen? Komm, probieren wir es. Ich tippe auf das rechte. Niete. Keine Erfahrungspunkte, aber auf die 6 können wir heute mal verzichten. Muntermacher ging in die Box. So, was haben wir hier? Flinkschuhe haben wir bekommen. Will ich direkt mal gucken, was das für Ausrüstung ist. Und für wen? Bowser hat gar nichts. Bekommt er hier wenigstens den Flinkheit 10. Bowser ist nicht so flink, oder? Komm, geben wir mal ihm die Flinkschuhe, währenddessen alle anderen noch schon was haben. Dann ist er wenigstens mal ein bisschen schneller am Zug. Und wir fallen schon wieder auf die ganzen Hotheads rein. Aber diesmal daneben. Bowser ist schneller als Mario. Ja, lass mich doch durch. Aber die Angriffe sind mir lieber als die anderen. Du hast Glück wieder. Boss anscheinend eher weniger.
Das war aber ein guter Stoß. So, was hat das? Ja, wieder doppelt oder nichts. Wir probieren's. Ich versuche diesmal ein bisschen besser aufzupassen. Ganz rechts. Yoshi! Also 12 Erfahrungspunkte. Yoshi! So. Ich glaube, ich muss weg. Ah! Schon wieder Hotheads! Wenigstens können wir die ein bisschen besser abwehren. Wir hatten schon wieder ein Du hast Glück. Ja, wir probieren es einfach nochmal. Nochmal, Yoshi. Mette. Dankeschön. 12 Punkte. Danke. Ciao. Yoshi! Irgendwie haben wir das hier ein bisschen öfters. Das hier. Dies, du hast Glück. Also, dass wir öfters mal Glück haben, um die Erfahrungspunkte zu steigern. Weil jetzt haben wir es ja schon wieder und wir haben wieder einen Muntermacher. Ist das hier eine Lotterie geworden oder was? Diesmal ganz rechts. Es ist nicht schwer. Beim ersten Mal hatten wir einfach nur Pech gehabt. Yoshi! So, lass mich einfach zurück. Den Weg möchte ich ungern gehen. So, wir machen uns direkt einfach komplett zurück. Und wir schauen uns... Ich will einfach... Nicht mich durch die gesamten Robbobs durchboxen wieder. Besonders, weil die eine bessere Verteidigung haben. Das ging daneben. Das hat geballert. Nee, wir können uns nicht nochmal verkleiden. Schade. Was ist hier eigentlich? Ah. Keine Ahnung. Ah, wir sind wieder hier unten. Okay. Müsste ein Shortcut sein. Also wir haben hier einmal den ersten. Der zweite mit diesem komischen Lächeln und der gelben Cappy. Dann Piraten Bosto. Dann Punk Bosto. Der mit der Brille. Und dann der mit der roten Cappy. Also, Schnäuzer, gelbe Cappy, Pirat, Punk, Brille, normal, würde ich mal sagen. Ah, die fallen direkt auf uns. Nalekin. Okay, Nalekin haben wir jetzt dazu bekommen. Ich will den am besten direkt als erstes raus. Zwei haben wir leider nur erwischt. So, jetzt ist dafür der Nalekin schon mal raus. Oh, ich vergaß, Mario ist ja schon kurz vor was weiß ich. Bowser, mach nochmal.
Einer ist raus. Und Mario, gib ihm ne Recht. Dankeschön. Gehen wir hier an der Seite entlang. Und wir müssen mal Mario ein bisschen heilen. Gibt es hier einen kürzeren Weg? Können wir flüchten? Noch fehlgeschlagen. Toll. Bowser! Hat nur zwei erwischt, schade. Das ging daneben. Das hat minimal getroffen. Okay, so geht's auch. So, gucken wir mal, dass wir hier einfach schnell wieder hochkommen. Bezweifelt ist ein bisschen, aber irgendwie, wenn ich hier die ganze Zeit am Rand bleibe, komme ich hier irgendwie schnell durch. So, Speicherpunkt passiert. Also, als erstes war der hier. Dann der hier. Der war als letztes. Pirat. Der Punkjunge. Der Belesene und der Typ. Ahnenschlüssel erhalten. Okay. Schon wieder so ein Kettenhund. Ich habe eigentlich keinen Bock darauf. Bowser! Beide blicken sich starr an. Mario! Ich muss doch sehr bitten. Der Gute ist etwas schüchtern. Sei so nett und sieh kurz mal weg. So. Kannst wieder umdrehen. Er sagt, dass er hier eingesperrt worden war. Nachdem er Bosto angeknabbert hat und deshalb möchte er uns dabei helfen, den Laden gründlich aufzuräumen. Kettenhund erhalten. Nice. Das hat erklärt aber nicht, warum wir... Ach so, ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Wir haben hier immer noch ein Geheimnis. Vor uns liegen... Die Hotheads sind immer noch nervig. Mario und Bowser. Ja, Mario macht... Macht die einfach Platz. Die stören einfach nur. So, wie war das? Mit Sprüngen kann ich die umgehen? So, jetzt müssen wir doch gegen die ganzen... Aua, darauf war ich nicht vorbereitet. Kettenhunde und... Starke... Nachkelin. Nalekin. Kämpfen. Okay. Wenn ich stark sein soll, dann tun wir uns auch stärken. Und tun Bowser stärken. Und du zeig mal... Wie... Furchteinflößend du sein kannst. Ja gut. Mario, mach mal einen super Sprung auf diesen Nalekin und zeig, dass du auch
nicht hinterher bleibst. Gigagroll. Mach einfach kurz einen Prozess. Ach du Scheiße, nee. Bowser? Mach bitte kurz einen Prozess mit ihm. Alter. Weiter. Wir hätten jetzt wechseln können. Gino mit Mellow. Aber ich will die ganzen Muntermachen mal weitermachen. Oder benutzen. Haben sogar wieder eine extra bekommen. Und so wie ich auf unsere Zeit sehe, wird das wieder eine längere Folge. Müssen wir aber jetzt ernsthaft gegen so viele Kettenhunde ankämpfen? Ich versuche mal ein bisschen drumherum zu kommen. Hat aber gut geklappt. Bahnfahren ist das Größte. Ja. Was denn? Ihr schon wieder? Wie weit ihr es geschafft habt? Ihr habt echt drauf, leider. Wo ihr aber schon mal hier seid, könnt ihr mir vielleicht eine kleine Frage beantworten. Meine liebste Zukünftige brüllt dauernd, Mario, hilf mir, Mario, hilf mir. Sind das womöglich Freudeschreie? Hey, Sekunde. Ob Mario vielleicht ein anderer Kerl ist? Was eigentlich, wenn du dieser Mario bist, von dem sie die ganze Zeit redet? Versuchst du etwa, mir meine Braut zu stehlen? Wer hat behauptet, dass das deine Braut ist? Na warte, schmeckt dir das, du Dieb? Kommt da hinten überhaupt nicht hoch? Schade. Aber ich kann mich hier verstecken, oder? Mehr hat das nicht gebracht. Und meine Bomben habe ich auch keine mehr. Dann mal. Tschu. Ciao. Ah, okay. Verstehe. Du bekommst mich nicht. So. Jedoch würde ich aber mal sagen, wie es weitergeht. Sehen wir in der nächsten Folge. Es dauert anscheinend hier ein bisschen länger und ich will nicht unbedingt, dass wir hier jetzt den nächsten Bosskampf reinstiefeln und die Folge eigentlich schon mehr als Überlänge hat. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage Ciao mit eurer QuizHP und haut rein. Ciao!